Jetzt schwimmen wir wieder in Richtung der, Eiswurzeln. Da oben sind noch so ein paar Eisfische. Oh, was bist du denn für einer? Bleib mal. Hab dich. Oxygen. New creature discovered. Ein Symbiont. Was sind das, diese Saug... Ne, Symbiont ist ja, wäre eher Parasit sonst. Ich dachte, das wären diese Saugfische da, die einem das letzte Mal da das Blut rausgesaugt haben. Da. Silber. Ich freue mich. Das war aber auch der einzige. Alles wieder andere. Das dürfte jetzt ruhig mal richtig zahlreich hier vorkommen. Ich hätte da überhaupt nichts gegen. Guck immer mal nach oben, ob wir wirklich unter einem Sauerstoffloch sind. Sie sehen mich angespannt. Silber sieht man echt schwer. Das war kein Silber, was da rauskam. Da. War das Silber? Jawohl. 30 seconds of oxygen remaining. Ich sag mal so, wenn wir noch ein Silber finden, würde ich es noch mitnehmen. Ansonsten bauen wir jetzt mal zusammen. Wir brauchen ja auch noch mal ein bisschen. Wir brauchen ja auch noch mal ein bisschen Platz für einzelne Komponenten und so. Ja, komm, machen wir uns heim. Das oberste Rezept ist der Mineralienscanner. Ja, ach so, ja, ich wollte jetzt erstmal den Bauer bauen, damit ich Lager machen kann. Der Mineralienscanner wäre natürlich jetzt auch zum Silberfinden, gebe ich zu. Ich hatte mir die Silbersuche halt ein bisschen einfacher vorgestellt, sodass ich den jetzt nicht an die Prio 1 gesetzt habe, aber ja. Kabelsatz. Ich gehe nochmal sicherheitshalber gucken. Das ist ein ganz stinknormaler Kabelsatz. Her damit. Dann haben wir den jetzt und was ich jetzt brauche, sind Tischkorallen. Bist du eine Tischkoralle? Werde ich gleich wissen. Nee, bist eine Sandbankkoralle. Da kommt nichts raus. Die nehme ich mit, dann können wir gleich eine zweite Batterie noch bauen. Oh, haben wir das Riesending scannen? Korallenbrücke? Wir müssen unbedingt nochmal viel lesen gleich. Komm, die Tischkoralle will ich jetzt schon noch finden. Wo sind die denn? Normal waren die doch immer so um die Startposition. Da. Da? Gucken. Ach, komm schon. Keine Tischkoralle. Ist ein bisschen klein, ne? Oh mein Gott. Leck. Das sind alles diese Sandbankkorallen. Sag einmal. Komm, werd hell, dann sehe ich besser.
Oxygen. Gibt's doch nicht. Muss man jetzt für Tischkorallen richtig weg hier, oder was? Die waren sonst immer in diesem Startergebiet zu finden, aber ich glaube... Probier's jetzt nochmal an diesen dicken Dingern hier. Nee, da kommt auch nichts bei rum. Ah. Mich gerade vor meinem eigenen Arm erschrocken. Ist bedenklich. Oxygen. Habt ihr irgendwo Tischkorallen gesehen? Da ploppen immer Scannerzeichen auf. Das habe ich gesehen. Aber ich will jetzt nicht noch mehr scannen. Wir werden noch alles scannen können im Laufe der Zeit. Ich will jetzt erstmal Tischkorallen finden. Ich habe gesehen, dass da einiges zu scannen waren bei den kleinen Pflanzen und so. Auch bei fast allen Fischen, an denen ich vorbeischwimme, kann ich scannen. Aber wir haben jetzt schon Scan-Verzug. Von daher... Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ah, jetzt komm. Okay, wir gehen jetzt hier nochmal in diesen Kelp Forest, wie es immer so schön hieß. Aber normalerweise kommen in so Tiefen ja keine Korallen mehr vor. Oh, oh, oh. Ist jetzt erstmal schwarz vor Augen. Gerade so nicht. Normalerweise sind Korallen ja jetzt schon relativ weit oben zu finden, deshalb bin ich so irritiert. Jetzt gedacht, dass das hier Tellerkorallen sein können, sind es aber auch nicht. Was bist du? Halbmondkoralle. Sind aber wahrscheinlich auch... Kommt auch nichts rum. Heilige Scheiße, da ist aber auch Gefiech. Warning. Parsing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Sag mal, das nächste Seebahnfragment, das ist immerhin gut. Die Kellertorallen. Habe ich Kellertorallen gesagt? Die schönen Kellertorallen. So. Wer kennt sie nicht? Belastend. Warte. Da ist was. Das sieht aus wie eine Kellertour. Das ist eine Tischkoralle. Warte. Erst scannen, dann vernichten. Brauchte ich da nur eine? Ich brauche zwei. Eine ist doch auch irgendwo noch der Bruder. Boah, die sind aber, die haben sie ja super rar gemacht. Früher, damals, waren die dann immer so als ganze, ja, wie soll man sagen, als ganze Kolonie zu finden. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Das ist überhaupt gar kein Problem, das macht mir gar keine Panik. Alle Pritz, wenn da ein PDA war. Da unten lag noch was bei dem Ding, ne? Bin mir auch relativ sicher, ich hatte nur keinen Sauerstoff mehr und bin aufgetaucht.
Mein großes Problem ist jetzt, dass ich der Gerät nicht mehr ganz finde. Ich war mir auch relativ sicher, dass da neben dem Fragment noch was gelegen war. Und ich finde das Fragment nicht mehr. Das ist das Ding. Warning. Parsing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Und ich brauche gleich allein wieder eine neue Batterie, weil die hier leer ist. Warte, da hinten, da, oder? Da liegt's. Nee, das ist auch wieder nur so ein Sauerstoffding. Shit. Ja, klar. Jetzt, wo King Arsch angreift. Jetzt, wo King Arsch angreift, geht natürlich genau meine Batterie leer. Das war so klar, dass das Spiel wieder genau das abpasst, ne? Du warst gerade drüber, so ein Meter. Nein, niemals. Glaube ich nicht. Sag doch sowas nicht. Wie lade ich denn? Wie lade ich denn das nochmal auf? War denn das? Ah, Energiequelle wechseln. So. So war das. Alles klar. Augenscheinlich war das so. Und jetzt trinken wir das Wasser auch und werfen es nicht weg. Aber das ist was anderes. Segleiterfragment braucht man nicht scannen. Haben wir schon tausendmal. Das ist das, wo wir schon waren. Ach, das ist doch wieder alles sehr belastend hier. Da vorne, da leuchtet's. Das ist es, glaub. Und dann machen wir uns zurück. Ist es das? Ist es nicht. Und ich kann es nicht scannen. Das ist eine Alien-Struktur, aber... Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Das ist alles super easy wieder für euch zum Zuschauen, aber wenn du hier permanent im Sauerstoffmangel umherschwebst, übersiehst du Dinge. Das kann ich euch sagen. Alter, was hier wieder alles ist, ne? 30 seconds of oxygen remaining. New technology acquired. Das ist fantastisch. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Das geht aber auch schneller runter, als du gucken kannst hier. Da hinten sind auch wieder lauter Alien-Strukturen. Ich fürchte... Wow, fuck. Oxygen. Oh, fuck. Okay, es wird gleich schwarz. Aber wir schaffen es noch. Oh. Wir müssen da wieder hin, wenn wir mehr Sauerstoffkapazitäten haben. So bringt das nichts. Weil ich bin permanent am Gucken nach dem Sauerstoff. Also siehst du ein PDA, schwimmst vorbei. Da habt ihr es wirklich bei diesem Spiel wirklich, wirklich leichter, wenn ihr... Ich will das jetzt nicht böse unterstellen, sondern das ist ernsthaft gemeint, einfach nur Backseat Gaming machen könnt und da in Ruhe euch umschauen könnt, während ich hier voller Panik vor irgendwelchen gefräßigen Monstern bin. Meine Batterie geht leer, mein Sauerstoff geht leer, ich habe keinen Platz mehr im Inventar und überhaupt bin ich eigentlich auf der Suche nach Tellerkorallen. Wir haben mit dir Puls.
Nee, 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 nicht nee, Mimimi. Nee, nee, nee. Es ist einfach wirklich dieses Spiel, wenn du selbst spielst und jeder, der das selbst spielt, wird es vermutlich bezeugen können. Ihr merkt es halt nicht, wenn ihr dann was vorbeischwimmt. Aber Oxygen. Wenn da jemand über die Schulter schaut, dann sieht er bei diesem Spiel wirklich, gerade bei diesem Spiel, irrsinnig viel mehr, weil du bist auf so viele Punkte fixiert, ne, von, wie gesagt, Sauerstoff, Energie, Leben und so weiter. Und dann immer auch irgendwie gucken über dir, ist da noch ein Weg nach oben frei oder hast du eine Scholle oder eine Höhle auf einmal über dir. Also Späß. Und von daher, das ist wirklich, wirklich bitter. Also, ich kann jetzt hoffentlich endlich den Computership bauen. Den Computership kann man nicht bauen, weil Kupfer, das wird jetzt ein bisschen tricky hier hin und... Moment. Kupfer, so. Dann bauen wir den Kabelsatz, den brauchen wir für einen Computerchip. Und dann müssen wir uns gleich Gold reinnehmen. Du musst nicht so eine Panik vor dem Monster haben. Ja. Ich hab Panik vor, was ich will. Kannst du vergessen, dass ich keine Panik vor Monstern habe. Ich habe immer Panik, wenn da mich irgendwas angrunzt und Zähne fletscht und mir in den Hintern beißen will, wie gerade eben ich, weil ich wieder hochgeschwommen bin. Schnapp, schnapp, schnapp. Ja? Ne. So, dann haben wir das doch jetzt theoretisch alles. Dann bauen wir uns jetzt der Gerät. Also, Werkzeug... Konstruktion. Adding emergency shelter blueprints to your databank. Notunterkunft zur Datenbank hinzufügen. No bed, no storage, no place to put a fabricator module, no fun. So, die Tauchflasche mit hoher Kapazität, da brauchen wir wieder Silber für, was wir jetzt alles verbraten haben. Sehr ärgerlich. Ein Silber mehr und wir hätten's. Haben wir aber nicht. Ach, wie ärgerlich. Ein Silberchen mehr. Na gut, okay. Die Flasche wäre jetzt halt wirklich noch sehr wichtig. Also, was wir jetzt dann rausnehmen können aus dem ganzen Gedöns, ist dann der Gerät. Moment, da. Und da. Den Computerchip brauche ich für den Rest, den wir bauen wollen, auch nicht mehr. Also können wir den auch wieder rausnehmen. Jo. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und dann können wir beim nächsten Stream, ihr ahnt, was da kommen möge, dann können wir beim nächsten Stream schauen, dass wir mit dem Basisbau anfangen. Muss ich auch noch ein bisschen was haben, auf das man sich freut. Wir schauen kurz. Also, wir haben noch sehr viel zu lesen und zu entdecken. Einiges werden wir bestimmt überfliegen, aber einiges will ich mir natürlich auch angucken. Kreislauf-Tauchgerät spart Sauerstoff beim Tieftauchen. Das ist dann für die höheren Tiefen, oder für die höheren Tiefen, ja, für die größeren Tiefen wichtig. Markiere ich mir jetzt noch nicht, aber das kommt dann relativ bald. So, mit dem Konstruktionswerkzeug können Sie Unterwasserbasen, ne? Das ist klar. Dann... Personalgespräch, persönliche Gefallen. Fred, great to see you. Come on in. You don't mind if I record this, do you? Am I in trouble? No. You know me. Just a fanatic for details. And my memory's not what it used to be. I know what that's like. Yes. Is that why you've been running so many personal errands for your colleagues? We asked you to limit them. So I am in trouble. That's not how I want you to look at it. Here's what I see. You're a team player. You want to get the job done. I think I have a pretty good record there. You want people to like you. Has anyone complained? Fred, the trouble is, not everyone is as reliable as you are. Sometimes people need help being where they need to be and concentrating on their work. All the trips were work-related. It appears you transported tech for Lil. Rather far out from her base. Well, it needed to go deep, and she needed a sea truck. Her work is currently on surface installations. She shouldn't be anywhere near the water. No more favors to friends, agreed? Yes, sir. I keep telling you. Call me Manu.
Ist auch ein Arbeitsverhältnis, in dem man auf jeden Fall gerne ist, glaube ich, oder? Mittwoch Subnautica Sonderstream. Nein. Tut mir leid. Korallen, Tischkoralle. So, Wachstumsmuster, juwelenähnliche Knoten, bla, Beurteilung verwertbar zur Herstellung von Schimpelchips, ja, wissen wir. Eiswurzel, da wird's interessanter. Die Eiswurzel wächst an der Unterseite von Eisschollen und Eisbergen. Ihre Ranken sind mit dünnen, stechenden Haaren übersät, die kleine Fische und Plankton betäuben, die daraufhin mit Nährstoffen in Nährstoffe zerlegt werden. Diese Ranken sollten gekappt werden, um das essbare Herz effektiv ernten zu können. Für einen hohen Nährwert sorgfältig ernten. Das haben wir nicht gemacht, weil Inventar voll und so. Nicht schlecht. Halbmondkorallen, verzweigten Elemente, ist nix. Ne? Einfach Koralle. Korallenbrücke, die scheint mir auch nochmal sinnvoll. Das sieht aus wie so Verbindungsschläuche zwischen verschiedenen Bereichen. Bilden sich durch schnell wachsende Korallenpolypen. Das ist eigentlich kurios, ja. Die Tigmotropismus aufweisen. Alles klar, wissen wir Bescheid. Sie wachsen also als Reaktion auf Impulse oder wenn sie ein festes Objekt berühren. Korallen. Hier ist gerade so viel los im Chat, ich dachte, ich habe wieder was falsch gemacht. Korallenbrücken entwickeln sich in dicken, gewundenen Gebilden, die sich auf Felsen oder anderen Korallen festsetzen. Die Unterseite ist mit Kolonien von Blaupocken übersät. Okay, also nichts Spezielles jetzt zu deren Funktion, weil die hier überall sich durchschlängeln. Interessant. Servus, Matze. Moin. Donnerstag und Freitag hast du ja schon verplant. Ja. Vielleicht nächsten Dienstag. So ist es momentan geplant, dass Dienstag Subnautica kommt. Ich denke, dabei wird es auch bleiben. Wenn ich mal richtig Bock und Zeit habe, könnte ich auch mal einen Sonderstream einlegen, aber den kriegt er dann natürlich mit auf Discord. Aber ansonsten ist Dienstag Subnautica-Tag erstmal. Ne? Subnau-Dienstag. Subnau. Ne? Ihr wisst ja. Subnautica. Es heißt ja Subnautica. So. Das Lunablatt wächst im flachen Wasser. Da ist jetzt auch nichts, was wir verwerten können. Die Ringelpilze können angepflanzt und geerntet werden und wir wissen, dass sie Nahrung geben. Sandbankkorallen ist jetzt auch nichts Wichtiges. Zungenanemone ist auch nichts, was uns jetzt elementar interessieren sollte. Die Tangwurzel. Im Gegensatz zu seinem Namen ist der sichtbare Teil der Tangwurzel ein dicker, verdrehter Stiel. Wurzelsystem verankert sich tief in den Felswänden. Einige Tangwurzeln tragen Pusten entlang dieses Stiels, die von der Pflanze gebildet werden, indem sie langsam giftige Stoffe absondert, die vom ausgedehnten Wurzelsystem absorbiert werden. Kann für Ressourcen geerntet werden, die bei der Fabrikation Verwendung finden. Da müssen wir dann mal gucken. Bei der Pflanze hier ist wieder nix. Jetzt haben wir Geodaten. Hydrothermalschlot. Die geothermische Emission über lange Zeit ausgesetzt zu sein, kann ein Risiko für die menschliche Gesundheit darstellen. Okay. Wir waren da schon mal ein bisschen länger, aber dann augenscheinlich nicht lang genug. Wir schauen uns mal an, was Robin, also wir, zur Frau im Exoskelett sagen. What was that woman's problem? The one in the exosuit. Like I need to say which woman. And what the hell is she doing on this planet? It isn't exactly a happening vacation spot. She knew their terrain well enough to make a dramatic entrance by jumping off a sheer cliff. So I guess she's been here a while. But how long has she been following me? She said to keep away from her or off her land. What in this frozen slush bog of a planet could she be protecting? Unless she's camped out somewhere. She's definitely heard of Altera, though. Did she meet Sam? Auf jeden Fall wird die mehr oder weniger der Schlüssel sein für die weitere Story. Ach, jetzt komm! Verdursten wir schon wieder beim Lesen. Escape gedrückt. Lang nicht mehr passiert. Habe ich noch? Oh oh. Will nicht sagen. Ach, Escape gedrückt. So. Vital signs stabilizing. Ja, mehr oder weniger. Ich esse jetzt mal auch so einen Brocken hier, ne? Oh, oder auch nicht. Moment, Brocken. So einen schönen Backstein. So, Notruf. Ja, das ist jetzt, da hätte ich jetzt, warte mal, wir sollten das, zwei vom selben Schlag.
Machen wir mal von unten an. I should have guessed Altera would find a way to clip Sam's wings, like I knew they'd do to mine once they took over Xenoworks. I tried to warn her. She was stubborn, like me. Ever since I was a kid, I always wanted to be so different from her. Scrappier, faster, less play by the rules. But Sam didn't tolerate Altera's corporate red tape any more than I did. She just tried to change it from the inside. I think in the end, we always wanted similar things. Picked up what sounds like a distress call. Who or what is out here calling for help? It didn't sound human. Maybe it's from a remnant of Architect technology. In her message, Sam's colleague did say there was something important here. Even if it's just a mimic from one of the more intelligent aquatic specimens, that could be a major find. Or if it's from Altera, it could have bearing on what happened to Sam. I should definitely check it out. Also dieser Notruf hat ja dann mehr oder weniger zu dieser komischen Frau im Exoskelett geführt. Jukebox, lauschen Sie während der Arbeit beruhigenden Klängen, fantastisch. Batteriebetriebene LED-Lampe, Mineraliendetektor, da freue ich mich drauf. Basisinstallation, Modifizierungsstation, kennen wir schon. Pflanzgeräte und Töpfe, Pflanzkästen und Töpfe, die Seebahn. Das ist ein fortgeschrittenes Unterwasserfahrzeug mit koppelbaren Wagenabteilen für maximale Anpassungsfähigkeit. Oh, dann kann man die wirklich so hintereinander schnallen. Das ist natürlich sehr geil. Der Triebwagen, klein und beweglich. Und wenn er nicht durch zusätzliche Abteile ausgebremst wird, ist seine Geschwindigkeit mit der der Seemotte vergleichbar. Also, solo können wir den als Seemotte verwenden und mit Abteilen dran hinten können wir den halt als Zug verwenden. Dann haben wir so unsere halbe Basis da hinten dran kleben. Das klingt nett, bis dann der erste Leviathan kommt und einmal in der Mitte durchknuspert. Ein großes Beobachtungsfenster aus Panzerglas bietet beim Steuern eine ausgezeichnete Sicht nach vorne. Einziehbare Steuersitz, es wurden keine Kosten gescheut. Im Gegensatz zum großen Zyklopen können keine zusätzlichen Innenausbauten wie zum Beispiel ein Fabricator installieren. Scheiße mit der Basis, das war's. Dennoch ist eine Aufrüstung möglich, um Geschwindigkeit, Schleppkraft, Tauchtiefe und andere Eigenschaften zu verbessern. Ich möchte wieder eine Zyklop. Technische Daten, Geschwindigkeit variabel, abhängig von der Ladung. Zerstörungstiefe 150 Meter, aber erweiterbar. 150 ist wirklich nicht viel. Zwei austauschbare Energiezellen, Steckplätze für Erweiterungsmodule gibt es 4, Besatzung 1 plus. Abteile, maßgeschneiderte Abteile können an der Rückseite des Triebwagens angekoppelt werden. Gut, vielleicht ist nur beim Triebwagen nicht möglich mit dem Fabricator, mal schauen. Zu den verfügbaren Abteilen gehören Fabrikatoren, Docks, Kabinen und natürlich viel Stauraum. Also doch unsere Basis im Schlepptau. Jedes Abteil reduziert die Geschwindigkeit, Manövrierfähigkeit und Leistungseffizienz der Seebahn. Angekoppelte Abteile können direkt vom Steuerplatz aus abgekoppelt werden, um enge Bereiche zu erkunden oder falls ein Notfall eintritt. Ha! Also wir können dann schnell abkoppeln und abhauen. Und dann aber doch eher nur das Nötigste dabei haben und nicht eine ganze mobile Basis. Aber das klingt echt gut. Marvin, ich danke dir für ein Follow. Grüß dich. Moin. Stromerchen, eine gute Nacht. Escape. Pass mal auf. Sekunde. Hier. Ich schaue nochmal kurz drüber. Wir gehen gerade nochmal zwei Fischchen holen oder drei. Mal eben schnell. Wahrscheinlich sind sie jetzt genau weg. Dann habe ich das nächste Mal nicht ganz so große Nahrungs- und Wassersorgen hier. Bäh. War das überhaupt so einer? Oder war es ein Klubschi? Kann auch ein Klubschi gewesen sein. Wo ist er hin? Weg ist er hin. Da. Ich hab doch links geklickt. Kann ich das nicht mit dem Seeding in der Hand? Komisch. Warte mal, ich probiere es nochmal. Doch, ich kann. Theoretisch kann ich zumindest. Ich sollte das nicht verschwenden für die Jagd nach diesen Wasserviechern.
Ich hoffe, dass man später auch diese Batteriepflanzen anbauen kann. Die scheinen wieder eine große Rarität zu werden. Oxygen. Jupp. Irgendwas konnte ich tatsächlich noch zu essen kochen. Was denn? Ach, ein Symbiont. Eine saubere, magere Mahlzeit, die nach repliziertem Hummer schmeckt. Plus 23 plus 3, okay. Yummy. Schmeckt doch lecker. Alles klar, wir speichern und dann machen wir hier das nächste Mal weiter und dann geht's mit dem Basenbau los und dem ganzen Schniechschnack Schnuck. Da, das ist alles, das wird lustig. Das wird lustig. Wir müssen nur mal einen schönen Platz suchen. Ich habe noch keinen gesehen, tatsächlich.